Ja, der Chianti Wein, der lädt uns alle ein. So, also wir stehen jetzt hier in Grefe in Chianti, also im Chianti-Tal. Ja. Und wenn ihr da mal herkommt, dann seht ihr selten einen weißen Hahn, aber häufiger einen schwarzen Hahn. Und damit hat es auch eine Bewandtnis. Ja, genau. Und es gibt dazu wieder eine ganz tolle Geschichte, die uns natürlich wieder mal super gut gefällt. Genau. Die Geschichte geht wie folgt. Jenna und Florenz waren sich ja immer in der Wolle gelegen, ja. Mhm. Und so haben die natürlich auch einen Konflikt gehabt, wem eigentlich was vom Chianti-Tal gehört. Und da haben sie gesagt, zur Streitbeilegung treffen wir eine Vereinbarung. Immer oder an einem bestimmten Tag, wenn der Hahn kräht, reitet ein Reiter los in der jeweiligen Stadt, also in Siena einer und in Florenz. Und da, wo sie sich treffen, da ist dann die künftige Grenze zwischen Florenz, Chianti-Tal und Siena, Chianti-Tal. Und die in Siena haben sich gedacht, die müssen wir hegen und pflegen, unseren Hahn, und haben den gemästet und gepflegt. Und das war ein weißer Hahn. Genau, Ossi, gut. Ja. Und der schwarze Hahn war in Florenz und die waren etwas cleverer. Die haben den nämlich... Die haben ihn nicht ganz so viel gefüttert und gehegt. Haben ihn hungern lassen, haben sie ihn, ja. Und haben ihn den Schlaf geraubt. Und am nächsten Tag, wie es dann soweit gewesen ist, hat der Hahn in Siena friedlich geschlafen, war zufrieden mit seiner Welt. Und der in Florenz, der ist aufgewacht, hat Hunger gehabt und hat das Krähen angefangen. Und der Reiter in Florenz ist somit früher losgeritten als der in Siena. Und entsprechend gehört heute viel mehr vom Chianti-Tal nach Florenz als nach Siena. Weil die Florenzer so stolz drauf sind, dass sie da so clever waren, ja, deswegen zeigen sie überall ihren schwarzen Hahn her. Ja, genau. Und auf der Chianti-Flasche, wenn er von hier aus der Gegend kommt, ist es dann der Hahn und das ist dann der Chianti Classico und richtig, Reserva. Aber meine Erklärung, Reserva nicht unbedingt. Aber Chianti Classico, der ist aus dem Zentrum von Chianti. Aber das wollte ich ja eigentlich erst bei der Weinprobe sagen. Jetzt haben wir es halt jetzt schon verraten. Jetzt wisst ihr schon wieder zu viel. Ja, aber wie er schmeckt, wissen wir ja jetzt trotzdem. Genau, also ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, gell? In der Sonne ist schon ziemlich unangenehm. Das ist schon heiß am 19. März, aber im Schatten ist es ganz angenehm. Heiß, heiß. Das ist noch weit davon entfernt. Es ist wunderbar angenehm. Sonne ist warm. Doch, man merkt, dass aber die Sonne scheint. Herklaufen sind wir im Schatten weitgehend, ja? Weil es in der Sonne schon runtersticht. Ich habe jetzt keine Kappe auf. Die kleine Ortschaft Grefe liegt übrigens zentral im Chianti-Tal. Man erreicht sie auf der Strecke von Siena Richtung Florenz, wobei sich Florenz ca. 30 Kilometer nördlich von Grefe befindet. In und um Grefe befinden sich sehr viele Weingüter. Ganz toll fanden wir, dass ein kostenloser Wohnmobilstellplatz zur Verfügung gestellt wird, auf dem die Ver- und Entsorgung ebenfalls gut durchgeführt werden kann. Leider sind viele Plätze von Bewohnern als Abstellfläche für ihre persönlichen Wohnmobile belegt, aber es stehen trotzdem genügend touristisch nutzbare Stellplätze zur Verfügung. Fußläufig kommt man in die Innenstadt, in der es viele Einkaufsmöglichkeiten gibt. Wir nutzten diese Gelegenheit und suchten auch eines der vielen gut erreichbaren Lokale auf. Ja, wir sitzen schon wieder beim Essen. Ja, in der kulinarischen Toskana. Muss ja sein, oder? Und diesmal esse ich eine Lasagne und der Henne, wie üblich, natürlich nur Pizza. Kann man was anderes erwarten. Aber in diesem Lokal hier ein Begrüßungsgetränk. Grüß dich, go. Nicht schlecht, oder? Wenn das Essen genauso schmeckt, wie das Service hier ist, dann müsste es ja eigentlich gut sein. Also in der Jena sind genug da. Wenn das ein Markenzeichen ist, dann ja.
Und zum Glück haben wir keinen Wein und kein Bier dazu bestellt, denn da gibt es reichlich Getränke dazu. Ja, was Süßes zum Nachtisch, Herr Kaiser. Ja. Ja, mal schauen. Und Prosecco zum Empfang. Als Aperitif, ja. Und zum Nachtisch was Süßes. Ja, und ich habe noch ein Tiramisu, das habe ich jetzt heute so angemacht. Und schmeckt lecker, kann ich euch nur empfehlen. Also kommt er her. Auf den Kaffee warten wir jetzt noch. Ja. Beziehungsweise Espresso. Und dann geht's weiter. Ja. Die Sonne verdeckt vom Giovanni der Ferrazzona. Ferrazzona. Ein Bürger von Greve und offensichtlich der Entdecker von New York. Nach ihm ist sogar eine Brücke dort benannt. Was es alles gibt in der Toskana. Sogar Seefahrer. Ja, wer hätte das gedacht, gell? Ja, genau. Wir sind vom tiefsten Land ins aufs offene übers Meer. Ja. Also mutig, mutig. So, jetzt gehen wir mal los und schauen, ob wir eine Weinprobe machen können. Wir stehen in Greve immer noch. Da ist es eigentlich ganz angenehm zu stehen. Mhm. Hat alles Versorgung und alles da. Und jetzt schauen wir nochmal zu einem Weingut, ob wir da einen leckeren Wein finden, damit wir unsere Weinprobe machen können. Da bin ich sehr zuversichtlich. Also, wir sind jetzt da beim Weingut Monte Calfi. Das ist eigentlich ganz gut zu laufen, ein wenig laut, aber die letzten 400 Meter dann an der Landstraße, das seht ihr da schon, etwas unangenehm. Genau. Aber jetzt gehen wir da mal hoch und schauen, was wir da bekommen. Aber ich zeige euch jetzt noch was. Und hier seht ihr den Hahn. Das haben wir euch ja erklärt, was das für eine Bewandtnis hat. So, und jetzt gehen wir von der Lautstraße weg und freuen uns auf eine Weinprobe. Also, auf geht's, jetzt wird es gleich ruhiger. Josi. Ja, mal schauen, jetzt geht's nämlich ein Stückchen bergauf. Wunderbar, und ist ohne Autos. Also die Weinprobe dauert ungefähr 45 bis 60 Minuten. Was alles dabei ist, weiß nicht, was er hat gesagt. Wir probieren das jetzt alles durch. Irgendwie, wenn wir dann schon heimkommen. Ja, ich glaube, so viele Weine sind es gar nicht. Nee. Und so ganz nebenbei, die Preise sind hier etwas anders als im Supermarkt. Ja klar, das ist immer so. Bis jetzt haben wir so um die 8 Euro zahlt für die Flasche und hier kostet die billigste Flasche 20 Euro. Aber die gönnen wir uns natürlich auch zur Weinprobe. Selbstverständlich. Ist doch ganz klar, oder? Wenn wir schon hier sind. Aber wir trinken den richtigen mit dem Hahn. Ja, den wir daheim haben, der ist auch vom Hahn, aber vom Supermarkt. Der hat auch einen Hahn drauf. Als erstes kommt das Wasser, auf das wir gar nicht so scharf sind. Schalt der Anfang, das gehört einfach dazu. Aber ich denke, der Wein, der kommt schon noch. Gläser sind auf jeden Fall schon da. 12:45 haben wir jetzt gerade den richtigen Zeitpunkt, um einmal richtig ein paar Schluck Wein zu trinken. Thank you.
Also das wurde uns jetzt genau erklärt. Allerdings, ich habe nicht alles verstanden. Mein Englisch ist nicht so das Perfekteste. Er hat viel geredet in Englisch. Ich habe auch nicht 100% verstanden, aber das Wesentliche denke ich schon. Und 8 Monate ist er in Barrique-Fass. Und das schmeckt mir gar nicht so aggressiv. Er ist auch milder im Gaumen. Und das muss ich auch sagen. Und ist auch nicht ganz so rot wie der andere, der Billig-Klassiko. Billig-Klassiko. Ja, 8 Euro die Flasche, das ist ein Billig-Klassiko. Ja, so sind die Preise hier. Trollinger ist billiger, ja. Aber wir machen ja nur die Probe, was besser ist, Trollinger oder Chianti. So, jetzt essen wir erstmal ein Ölbrot. Jawohl, Olivenöl. Damit wir nicht so schnell betrunken werden. Immerhin eine ganze Menge, was wir da haben. Nicht schlecht. Schmeckt richtig viel. Also da haben wir jetzt 3 Weine verkostet und nur einer war Chianti. Der eine war 50% Sauvignon und der, den wir jetzt haben, der ist 95% Sauvignon und 5% Merlot. Also im Chianti-Tal gibt es auch andere Weine außer Chianti. Aber wir wollen nur Chianti, oder? Ja, aber er schmeckt nicht schlecht. Der schmeckt nicht schlecht, der schmeckt gut. Für das, dass er in Barrique-Fass war, ja. Wir wollen das ja nicht. Also wir wollen sind jetzt nicht diese Barrique-Fass-Liebhaber. Nein. Ja, aber man kann sie wirklich gut trinken. Ja, also die sind gut, aber wir wollen nur Chianti. Ja, darum sind wir ja im Chianti-Tal. Eben. Und mit euch machen wir natürlich auch die Chianti-Probe. Wir nehmen nur einen Chianti-Klassiko mit. Mhm. Und Reserva haben sie hier nicht, aber da kommen wir noch dazu. Also umsonst ist eine Weinprobe hier nicht. Nee, ganz bestimmt nicht. Ja, die hat jetzt so knapp 40 Euro gekostet für die 3 Schlücke Wein. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Und dafür laufen wir jetzt auch ein bisschen leicht geduscht. Ja, also man sollte nicht glauben, es steigt zu Kopf. Ja. Ja, wir laufen jetzt leicht bedudelt. Dürfen wir überhaupt zum Straßenverkehr teilnehmen? Wir laufen am Straßenrand. Okay, also hoffentlich müssen wir nicht blasen bei der Polizei. Aber wir haben auch noch eine Flasche Wein und eine Flasche Öl. Haben wir natürlich auch noch mitgenommen. Ja, vom Öl habt ihr nichts, aber vom Chianti Classico. Da haben die auch nichts, weil den trinken wir nämlich alleinig. Aber wir sagen es ihnen, wie er schmeckt. Lecker, kann ich jetzt schon sagen. So, und jetzt kommen wir zu einer richtigen Weinprobe. Ja, also was wir für 20 Euro pro Person gekriegt haben, jetzt haben wir euch gezeigt, bei uns kostet gar nichts. Und ihr dürft dabei sein, allerdings dürft ihr nichts kosten. Aber das viel zum Kosten und Essen haben wir ja da nicht gekriegt. Nö, aber wenigstens der Genuss. Und den haben wir jetzt hier garantiert. Und wir haben euch hier angekündigt, dass wir eine Weinprobe machen wollen. Trollinger gegen Chianti. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren, was besser ist. Genau. Trollinger, die schmecken so alle gleich oder fast gleich. Ja, gibt es auch Unterschiede, ja, genau. Also das ist ein guter Trollinger aus dem Frankenland. Das Etikett hat ein bisschen gelitten durch die Fahrt. Der hat ja jetzt auch eine ganz schön lange Reise hinter sich, gell, durch halb Italien. Trollinger mit Lemberger, das ist übrigens das Klassische. Also reiner Trollinger trinkt man selten, aber Trollinger mit Lemberger, das ist also gemischt. Mhm. Dann haben wir hier einen Chianti Classico, natürlich mit dem schwarzen Hahn. Mhm. Und da seht ihr das Chianti Classico für 8 Euro aus dem Supermarkt. Und dann haben wir hier auch aus 2020 einen Chianti Classico, wo man günstige Weinproben haben kann, nämlich bei Monte Calvi. Ja, der hat 20 Euro gekostet. Wir wollen jetzt schauen, ob da überhaupt ein Unterschied ist zwischen einem 8 Euro Klassiko und einem 20 Euro Klassiko. Und dann wollen wir schauen, ob der überhaupt mit dem Trollinger mithalten kann. Ja, okay. Und wie ihr seht, typisches italienisches
Fingerfood. Ja, und das probieren wir jetzt erst einmal. Das sei, ist aus der Toskana. Dieses tolle Weißbrot, was man, oder dieses Brot, dieses salzlose Brot, was man hier in Italien bekommt, mit Olivenöl und Knoblauch. Das ist auch dieses tolle Brot mit toskanischem Schinken. Und das kennt ihr ja, Tomate, Mozzarella, da muss ich nichts mehr dazu sagen. Das hier ist Allgäuer Käse zum Trollinger. Und das hier ist Käse aus der Toskana. Also, es ist auch aus der Toskana, habe ich gesagt. Ich, also steht auf jeden Fall mal drauf. Wollen wir nochmal kosten vorher, bevor wir... Bevor wir hier loslegen? Du musst eh dann noch die Flasche bevor aufmachen, gell? Ja, probieren wir es mal, ja. Also wir haben den Schinken jetzt selber auch noch nicht gegessen. Nicht schlecht. Aber wir sind jetzt hier hauptsächlich zur Weinprobe, gell? Schon mal sehr lecker. Also das kann ich schon mal sagen, das ist schon mal sehr lecker da. Und dieses Olivenöl, das ist auch dieses Olivenöl, was wir von Monte auf dem Calvi. Wein von Monte Calvi gekauft haben, ja? Und das schmeckt gut. So, also die Weinprobe kann beginnen. Am schwersten ging der Teure auf, wo ich sage, klar, das ist die größte Investition. Ja, aber den Trollinger probieren wir am Schluss. Jetzt probieren wir erst einmal den Chianti Classico aus dem Supermarkt. Zum Wohl. Also, ich finde, der schmeckt nicht schlecht. Nicht zu viel Fass. Ich wollte gerade sagen, aber man schmeckt fast gar keinen Fass. Ich weiß nicht, wie lange der im Fass war. Aber man merkt schon gewisse... Wie nennt man das? Im Mund? Trocker, pilzig, keine Ahnung. Ja, so also, oder, ja, aber ich finde, der hat nicht diesen Fass. Nicht das Fassgeschmack, ne? Also nicht barrig. Der erste Teil ist fertig und es war schon mal nicht schlecht. Ja, genau. Und aber jetzt muss ich mir noch einen toskanischen Käse. Das ist ein bayerischer Käse. Den lassen wir mal für die Helle. So, toskanischer Käse. Monte Calvi, Grefe. Rieche tut er oh, gut. Oh, der ist sehr intensiv. Der riecht gut. Wollen wir mal riechen? Achso. Ist gemein, gell? Aber der riecht gut. Ja, der riecht gut. Man kann sich dran gewöhnen. Welche ist besser? Wir machen eine Blindverkostung. Helle macht die, ich dich. Mal schauen, ob was rausschmeckt. Ja. Bis dahin tun wir uns nochmal das genüsslich an. Ja. Ja. Wegschüttet wird bei uns übrigens nichts, gell? Na, ob Gottes Willen. Wir dürfen doch keine Lebensmittel wegschmeißen. Nö. Und Wein schon gleich gar nicht. Wollte ich gerade sagen, solche guten Tropfen schon gar nicht. Also circa 20 Minuten später, fast 20 Minuten später, ja. Muss man ja schließlich genießen, was man sich einschenkt. Ja. Wollen wir jetzt zum Punkt Blindverkostung kommen. Und die Ossi traut sich nicht. Ich schon, weil ich möchte wissen, ob wir für unser Geld auch tatsächlich mehr bekommen haben und ob mich der Geschmack betrogen hat. Ja. Ja. Also insoweit drehe ich mich jetzt zur Seite. Die Ossi schenkt einen Billigwein vom Supermarkt ein und den von Monte Calvi. Und dann sehen wir, was ich rausfinde. Ja, so machen wir das jetzt. So, und ich schaue jetzt weg. Ich sehe ja da gar nicht rein. Wir schummeln nicht. Nein, natürlich nicht.
So, fertig, Ossi? Gleich. Ja! Oh, riecht ziemlich gleich. Das habe ich mir jetzt gedacht, dass er jetzt vielleicht Probleme kriegt. Kann ich nicht sagen. Nicht aggressiv. Ein bisschen doch, ein bisschen. Spannend. Das ist so spannend. Aggressiver, das ist der Gute. Top! Er hat gewonnen! Wie, ihr habt gesehen, das war der von Monte Calvi, der ja. 20 Euro Wein. Also kann man sagen, was man will, mag. In dem Fall hat der teurere Wein den Supermarktwein überholt. Also, er hat zwar geschimpft über den teurer Wein, aber anscheinend gibt es doch einen kleinen Unterschied. Ich habe ihn geschmeckt. So, wir machen eine kurze Pause und dann kommen wir gleich wieder. Mhm. Weitere 30 Minuten später. Helle übertreibt. Leicht. Ganz so lang haben wir jetzt nicht gebraucht, um die Gläser leer zu trinken. Der letzte Schluck vom Classico. Ja, vom teureren Wein. So, und jetzt kommen wir zum deutschen Teil. Zum Württemberger Teil. Helles, einfacher Lieblingswein. Und außerdem kommt der sogar noch aus unserer Gemeinde oder Stadt. Wir wohnen ja in einer Stadt. Die Ursi hat schon mal vorgesorgt und hat den Korken, oder nicht den Korken, sondern den Drehverschluss. Willst du dein Ding ganz leer machen? Ist doch. Hab's leer. Also da wissen wir ja eigentlich, wie das schmeckt. Aber jetzt im Vergleich zu den beiden Chianti-Weinen. Ja, mal schauen, ob man da jetzt einen Unterschied merkt. Jetzt hast du aber viel eingeschenkt. Ha? Das ist dein Lieblingswein, gell? Man merkt. Ja, ja, ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Ach so, ihr könnt ja nicht. So ein Pech. Der Rieche tut er ja auch gut. Ist ja auch kein schlechter Wein. Das schmeckt total anders. Boah. Total anders. Boah. Ich will wieder heim. Nein, 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 das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt nicht. Trollinger bleibt halt Trollinger. Das heißt, ich muss immer sagen, Trollinger-Limberger, das ist nämlich die Mischung, die man in Baden-Württemberg generell so trinkt. Also reinen Trollinger trinken die wenigsten, meinen Trollinger-Limberger oder auch mal Limberger pur, schmeckt auch nicht schlecht, aber Trollinger Limberger ist halt. Ja, da, also ich dazu ein bayerischer Käse. Ja, baden-württembergischer Wein, bayerischer Käse. Das passt, oder? Und eine badische Frau. Und ein fränkischer Ma. Also bayerisch, baden-württembergisch passt. Und Ossi, wie ist jetzt deine Meinung? Mhm. Welcher Wein ist der beste? Also Leute, ich würde sagen, es sind alle drei Weine gut. Und ich würde einfach sagen, den Trollinger, den trinken wir zu Hause. Und den Chianti, den trinken wir in Italien. Genau. Und ja. Wisst ihr was? Wir haben noch öfters vor, nach Italien zu fahren, weil es gefällt uns eigentlich gut in Italien. Und also gehe ich jetzt davon aus, dass wenn wir nächstes Mal wieder nach Italien fahren, trotzdem 10 Flaschen Trollinger mitkommen. Oder 5.
Nein, nein. Vielleicht für den ersten Abend, ja, dass man da was. Aber keine fünf für den ersten Abend. Nein. Natürlich nicht. Aber ansonsten trinken wir Chianti. Ja, der Chianti-Wein, der lädt uns alle ein. Drum lasst uns glücklich sein und uns des Lebens freuen bei einem Chianti-Wein.